So, jetzt können wir natürlich dann die Lava erkalten. Da werden wir sicherlich dann diesen Froststurm oder wie auch immer da brauchen. Ist halt immer das Schöne, dass man auch noch draufschlagen kann. Ja, wir wollen eigentlich da runter. Einen gewissen Sinn macht es vielleicht hier doch nur zwei Waffenkategorien zu geben, weil sie immer mit Angriffszaubern angreift. Ah, naja. So, jetzt müsste hier ja eigentlich Pandoria sein, genau. So, dann steigt das nicht auf, damit vor allen Dingen natürlich auch der Heilzauber mehr heilt. Ja, und um die Magiepunkte natürlich aufzufüllen, rasten wir natürlich auch. Müssten wir jetzt ja, denke ich, südlich rausgehen, oder? Und hier geht's zu dem. Ah, die lassen uns doch hier nirgendwo rein. Ach, Moment. Geht das nicht dann vom Elfenteich aus? Da habe ich jetzt bei Aquaria nicht mehr genau hingehört. Nach links ging es ja nicht noch. Jo, genau. Ja, aber ist ja jetzt der einzige Weg, der uns jetzt von hier aus noch fortführt. Wieder hier Richtung Elfenteich zu gehen. Und das hatten ja, denke ich, die Zweige auch erwähnt, dass es da wo unterirdisch noch weitergeht. Ja, sehr schön.
Natürlich nicht mehr die harten Gegner hier, aber... Bringt natürlich nicht besonders viel Erfahrung, aber naja, ein bisschen Geld auch. Weil wir müssen ja... Also haben wir ja einige Orbs jetzt wieder bekommen. Ja, da habe ich mir trotzdem. Und die Waffenlevel sollen ja auch noch ein bisschen steigen, von daher passt das schon. Apropos Geld, wie viel haben wir denn? Na gut, 3000. Ich denke, da kommen wir ein bisschen hin. Okay, alle daneben gehauen. Weiß nicht, womit sie am besten ist. Wahrscheinlich schon mit dem Boomerang, oder? Ich meine, der Bogen hat noch mal eins mehr. Soll auf jeden Fall stärker bei ihr sein. Allerdings erschien es mir fast so, als ob sie ein bisschen geschickter mit der Peitsche umgehen kann. Okay, und er ist jetzt weg. Mhm. Wir können uns auch bei den Zweigen ausruhen und speichern, also von daher ist das erstmal kein Problem. Eisenlanze hatten wir ja schon, genau. Aber du kannst dann mal hier diesen Boomerang nehmen. Okay, der tatsächlich auch mal optisch ein bisschen anders aussieht. Effektiv gegen Schleim und Echsen. Okay. Das ist dann wahrscheinlich einfach hier, oder? Ah. Dass man das nur einmal machen muss. Mhm. Dann können wir uns das nicht gleich nochmal unsere Magiepunkte und so weiter aufladen lassen. Das ist doch mal nicht schlecht.
So. Na gut, haben wir sozusagen gleich den nächsten Dungeon vor uns, wobei jetzt also diese Wasser Geschichte war jetzt wirklich nur ein, zwei kleine Räume. Das wird hier schon ein bisschen mehr sein. Natürlich gefährlich sein, ja. Das meinte ich eben bezüglich Stunlocken. Und sie haben, denke ich, die blöde Angewohnheit, dass sie sich duplizieren können und ähnliches. Zwei Seiten mal angreifen. Okay, gibt jetzt schon sehr viel zurück. Personalfischer macht das nicht. Aber wir gehen natürlich sofort zurück, um sie mal wieder zu beleben. Also gehen wir jetzt nicht so ein Lebenswasser, was sehr viel kostet, aus. Das ist ja gerade erst am Eingang. Das ist halt sicherlich, ja, wie schon gesagt, eben diese Sache mit diesen Kämpfen. Weil er nicht wirklich viel Kontrolle mehr drüber hat. Ich weiß nicht, und ich habe wie viel Magiepunkte? 11, die ihr dann so ungefähr Level 11 habt oder so. Ja. Da kriegt man wahrscheinlich dann wirklich pro Magiepunkt, pro Level einen Punkt dazu. Die Zauber verbrauchen jetzt halt auch nicht extrem viel, das ist schon klar. Aber nichtsdestotrotz. Hier muss man erstmal sehen, dass man da durchkommt. Ja, ich dachte, vielleicht wachen die nicht gleich zwangsläufig vorher auf. Okay, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ah, okay. War schon mal um einiges besser. Ja, dieses Reproduzieren von denen nervt natürlich schon. Vielleicht einfach noch Fallen hier drin und solches Zeugs. Ja, klar.
aber ruhig mal auf alle. Mal schauen, wie viel das zurückgibt. Hast du tatsächlich ungefähr durch 3 geteilt? Okay. Ausweichen und hat relativ viel Abwehr, wie scheint. Muss man vielleicht 2 Schalter aktivieren, könnte durchaus sein. Okay, bei mir war ich der Maus. Mehr Schleim. Bei Fledermaus haben wir natürlich keine Angst. Sowas sein, wo man die Brücke wieder wegmachen muss, damit es dann vorangeht. Natürlich habe ich wieder einen rausgeholt hier. Ist einfach in die Axt reingelaufen. Klaue erreicht Level 2. Sehr schön und gut, aber. Wo schläft einer? Wo läuft auch einer schon rum? Okay, das Tür öffnen verbraucht auf jeden Fall. Ah, er hat mich natürlich sofort rausgeschlagen. Ah, großer Uppercut, aber sie waren gerade so gestunlockt, dass sie halt keinen Schaden genommen haben. Hat ihn jetzt irgendwie geworfen? Ich denke, wir bleiben mal beim Schwert. Lässt sich so relativ gut damit auch zielen und angreifen. Instant Recovery von ihm hier. Gut. Erfahrungsmäßig aus. Ja, steigt gleich auf. Oh, er kann sich nicht reproduzieren, weil die Schachmeister schon anwesend sind. 3 Gegner sind, denke ich, schon Maximum. Auf jeden Fall auch wieder voll geheilt.
Aber kommt nicht automatisch ein Magiepunkt dazu? Ja, weiß ich nicht ganz genau, wie das läuft. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen Grundwert, den man dann bekommt. Dann vielleicht jeden zweiten Level einen dazu oder so ähnlich. Oder man bekommt den tatsächlich nur dann dazu, wenn man mehr Magiekraft oder sowas bekommt. Keine Ahnung. So. Und jetzt? Haben wir noch gar nichts probiert. Bitte bleibt heiter, aber hier geht's nicht weiter. Wie bitte? Verschwinde! Oh weh, oh weh. Das tut ja weh. Und tschüss, ich gehe. Was ist jetzt los? Feuermutant. Ja, ich wollte gerade sagen, oder? Das müsste ja theoretisch effektiv gegen ihn sein. Weg. Halt von dir mal heilen. Ja, mit aufgelevelten Zaubern war es natürlich relativ leicht. Wenn das natürlich gegen die gegnerischen Zauber und so jetzt auch nicht so irgendwie besonders taktisch oder so ist. Aber naja. Mehr Orbs ist immer gut. Ja, komplett voll geheilt. Ne, Magiepunkte kriegen sie aber nicht zurück. Der Feuermutant ist tot. Vorbei sind die Zeiten der Not. Ich muss vor euch verneigen. Ich muss mich vor euch verneigen. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Hör einmal auf, so blöd zu reimen. Du könntest uns mit deinen Zauberkräften dienen. Aha, ich sehe. Eine gute Idee. Der Typ hat echt eine Macke. Ihr glaubt, ich tue nichts taugen. Dann schließt jetzt eure Augen. Und nun, Soldat, mich ruft ein Weib. Bin ich zu allem bereit? Ein Weib, hat er mich gemeint? Ich glaube, er hat uns beide gemeint. Dann sage ich jetzt Tschüsschen und Mädels Küsschen. Achso, und das ist noch zusätzlich hier. Das heißt, obwohl das hier der Lava-Tempel, wo angeblich war, gibt es hier den Mann der Erdkunst. Aua, mein Kopf. Alles okay? Oh, ich kann. Was kannst du? Ich kann mich wieder an alles erinnern. Die Koboldsiedlung ist im Vierjahreszeitenwald. Bring mich dorthin. Bitte, sonst schreie ich ganz laut. Ein, zwei, okay, später. Okay, Schlammbombe. Juwelenregen ist nicht auch Angriff. Efeumantel. Genau, dasselbe Kraft der Erde. Warum war die eigentlich im Lava?
Na gut, wir sind jetzt unter den Zwergen gewesen. Hochkarätiger Juwelenregen. Was kriegst du da irgendwie Schönes? Steinklinge, klar. Turboantrieb, beschleunigt ausreichender Angriff, okay. Und Schutzaura. Mhm. Na gut, klar, was sollte man von Erde bekommen? Sozusagen wie eine Art Steinhaut. Es gab jetzt nicht irgendwie einen Schnellausgang oder so. Ne? Na gut, es war, denke ich, auch gar nicht so weit. Okay, das war trotzdem wieder aus. Okay. Aber eigentlich wollten wir jetzt ja immer noch diesen Haken retten. Ja, dann lassen wir uns nochmal voll heilen. Und hilft uns jetzt diese Zauberkraft da weiter? Also irgendwie ist mir jetzt noch nicht wieder ganz logisch, was wir jetzt dort in Pandoria machen sollen. Beziehungsweise, also wie es dann da weitergeht. Wir können natürlich auf jeden Fall mal dahin zurückgehen. So, ihr habt ja auch wieder neue Zauber dann. Beziehungsweise die können ja jetzt auch weiter aufsteigen, weil wir ja einen zweiten Samen gefunden haben. Das Heilaura können wir dann nachher wieder machen. Schlecht für Level 0. Braucht definitiv noch mal einen Ticken länger, das Zauber ist bei Secret of Evermore, aber na gut.
Flammenbombe jetzt mehr Schaden? Kann man jetzt nicht ganz genau sagen, weil sie noch mit reingeschlagen hat, aber vielleicht. Kostet natürlich auch mehr. Also ne, hier war nur der Wucherkater. Okay, hat's irgendwie gleich zerfetzt hier. So, jetzt müssten wir ja wieder hier sein. Oder kam man ja wirklich erst noch später her? Wenn nicht, können wir natürlich Aquaria nochmal fragen. Moment, wo kommst du denn her? Keine. Achso. Ich meine, so besonders weit ist es jetzt nicht mehr bis zum Wasserpalast. Den Shortcut hier nehmen. Vielleicht können wir jetzt ja in ihren Basement hier reingehen. Das kann natürlich auch noch sein. Du hast noch immer in Pandoria, ob ihm etwas zugestoßen ist. Der war doch beim König. Also, ja klar, da können wir natürlich auch nochmal hingehen. Effektiv gegen Pflanzen und Fische. Ist auch mal eine Kombination.
ist ja mal Geld oder sowas drin. Na, 16. Keine Ahnung, ob sie dann auch Erfahrung kriegt, aber ich schätze mal fast. Okay, also das heißt, wir müssten nochmal zu dem König rübergehen. War der hier ganz im Osten oder so? Achso, jetzt haben wir sie ja auch wieder. Vielleicht bringen wir uns das irgendwie weiter. Ah, okay, ich spreche. Okay. Ich dachte, das war bloß so randommäßig, was er gesagt hat. König Gustav hat noch nie zuvor so traurig ausgesehen. Der Inhalt dieser Kammer gehört dem Helden aus der Vorzeit. Okay. Ausgerechnet jetzt greift das Imperium an, wie ungünstig. Ja, wie können wir jetzt irgendwie beweisen, dass wir der Held aus der Prophezeiung sind, wenn das so ist? Ich meine, sie hat ja extra so komisch gefragt, ist Victor noch in Pandoria? Aber wo ist er dann? Also, beziehungsweise müssen wir jetzt als nächstes wieder mit ihm reden? Macht das einen Unterschied, wenn du mit ihm redest? Weil du kamst ja irgendwie aus diesem Schloss. So mal stehen, Mann. Weil wir wissen jetzt halt auch nicht so genau, wo wir jetzt auf der Obermap hingehen könnten. Ganz ehrlich. Jetzt waren wir jetzt auch schon drin. Wir könnten theoretisch mal sehen, ob wir uns dann einen neuen Ort hinschießen lassen können mit den Kanonen. Hast du die Hexe besiegt? Ja. Sollten wir jetzt nicht irgendwas Tolles dafür kriegen? Na komm, geh aus dem Weg.
Wir können auch an den Seiteneingängen reingehen. Also. Gibt es nicht auch nach links einen Eingang? Ja. Okay, also hier geht es einfach nur einmal außen rum. Hagen und seine Truppen sind auf dem Weg in zur Exatura. Ja, das haben wir schon erledigt. Ach, sie haben sich schon in Zombies verwandelt, okay. Na gut. Kommt man aber auch nicht außenrum. Wo könnte Victor dann noch sein? Also, ich meine, wir können natürlich hier mal ins Hotel oder sowas gehen. Ich denke, im Shop gab es nichts. Jetzt wird ein wichtiges Haus hier. Also am ehesten würde ich nochmal ins Hotel schauen. So, vielleicht hier. Ja. Ein Haus war nach rechts davon. Wenn ich bloß wüsste, meine Sonnenbrille ist. Ja. Seit weggegangen bist jetzt Ronald oben und Holz, aber okay. Ach, dann ist die Original hierher. Sarah, du bist zurückgekommen. Irrtum, ich werde erst wieder kommen, wenn ich Hagen gefunden habe. Ja, wo er ist, wissen wir ja eigentlich, oder? Das sollte ja eigentlich auch bei den Ruinen mit sein. Müssen wir jetzt... Also gesehen haben wir ihn, denke ich, nicht, oder? Oma hat ja... Gebiss verschluckt. Ja, hier war noch dieser Shop. Da ist aber auch niemand. Wir können auch mal den Mann hier oben am Eingang fragen oder so. Nein, hat er nicht mehr. Du bist auch der von hier oben, okay. Also wir können jetzt noch einmal hier die Leute abschauen. Vielleicht sehen wir ja diesen Hagen. Also Victor sehe ich auf jeden Fall nicht. Die Sache ist, wir wissen ja eigentlich, wie der aussieht. Na. Jetzt können wir uns jetzt auch nicht irgendwie hier den Weg reinschlagen oder so. Also die Koboldin hat uns natürlich gesagt, wo sie jetzt gern hin wollte. Ach, geht doch mal aus dem Weg.
Wollen wir uns ja wenigstens noch mal voll heilen lassen hier. Halt, halt, halt. Also, wo waren wir jetzt? Wir waren zuletzt nochmal am Wassertempel, oder? Also wenn nicht, können wir uns ja mit den Kanonen ein bisschen rumschießen lassen. Zumindest mal ein Versuch wäre. Achso, und bevor es zum Quelldorf ging, konnte man doch hier zu denen. Wasserpalast und Elfenteich. Dann bringen wir mal zum Elfenteich. Dass vielleicht einer von denen dann nochmal ein neues Ziel hat. Wo sind eigentlich dann hier die Kanoni-Brüder? Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal mit irgendeinem von den älteren Zwergen oder sowas reden können. Ich denke, hier hatten wir jetzt ja alles aufsteigen lassen oder haben wir jetzt noch irgendwas anderes gefunden? Das Theater gleich komplett geschlossen. Also ist es wirklich so simpel, dass einer von denen einen jetzt wirklich in eine andere Richtung schießt. Anderen wichtigen Zweig gibt es ja hier nicht. Ja, wir könnten jetzt natürlich hier unten nochmal rausgehen. Was soll war das? Okay, die Treppe hat noch nie Sinn gemacht, oder? Naja, es macht auf jeden Fall keinen Sinn, da jetzt hier das zu benutzen.
Das kann man ja, denke ich, immer einsetzen, oder? Das ist nicht schlecht, das sollte man auf jeden Fall auch mal im Hinterkopf behalten. Dass wir keine Limitierung haben zu den Fluchtmöglichkeiten. Gehe ich einfach hier irgendwo rüber, oder? Ja. Hat jetzt in der Luft einfach ein bisschen hin und her geworfen. Ging es hier nach rechts zu den Kanoni-Brüdern? Könnte sein, oder? Ja, genau. Aber nichts Neues. Ja, wir leben noch, aber... Ist nicht wirklich klar, wo wir jetzt hin sollen. So, jetzt noch mal die richtige Stadt hier. Dann werden wir doch uns doch hier noch mal heilen. Also nicht von den HP, von den Magiepunkten, wobei so besonders viel haben wir jetzt denke ich nicht ausgegeben. Okay, und dann würde ich einfach mal sagen, bevor ich jetzt hier noch ein bisschen los dreimal hin und her laufe, mach mal vielleicht jetzt hier an der Stelle erstmal Schluss. So, ist auch gar nicht so schlecht, passt doch von der Zeit ganz gut. Ein bisschen kürzer als sonst, aber okay. Ist, denke ich, in Ordnung, wie schon gesagt, zumal ich ja sowieso dann nicht weiß, wie lang unser zweites Spiel jetzt hier dauern wird. Ja, von daher denke ich mal, ist es soweit ganz okay. Haben durchaus den ein oder anderen Bosskampf hier besiegt, zwei neue Zauber erhalten, Waffen und Waffenorbs weiter gefunden. Und ja, also ich werde einfach nochmal schauen, wo man da hin muss, ohne dass ich dann nochmal eine zusätzliche Speicherung oder so mache, sondern ja, einfach mal sehen, wo wir da hin müssten. So viele Möglichkeiten gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Und ja, wenn wir quasi dann nächste Woche dort weitermachen, werde ich dann schon wissen, wo es hingeht. Okay, gut. Das aber heute erstmal an der Stelle zu dem Spiel. Von daher würde ich sagen, legen wir jetzt mal eine kleine Pause ein. Und anschließend geht es dann natürlich mit einem neuen Spiel weiter.